Mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentott. 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 Bis die blauen Linux mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Pokémon. Pokémon. Es wird dunkel in Deutschland. All das gibt es. Als Zeichen der Demut. Da hört sich wunderbar an. Da reicht die Freundesliste aus. Da war dann erstmal Licht aus. Auch tagsüber. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. The action of policeman is lazing in his car in central Stockholm. Bitte, bitte, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal. Laugh. Pokémon. Die Menschen erkennen kaum noch die eigene Hand vor Augen. Angstzustände, Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber ich keine Mut an Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Weil sie permanent auf ihr Smartphone starren. Ich habe immer die Schuld! Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist. Da hört sich wunderbar an. Komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Pokémon. Die Anhänger einer neuen Gemeinde beginnen, eine andere Realität aufzubauen. Auch im digitalen Raum. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Das ist unser neues Ordnungssystem. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Die Yeti. In der Hut werden erstaunliche Monster zu finden sind. Die Yeti. Hex. USA. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Ja. Pakistani. Rommelkaserne. Pokémon. Es handelt sich um einen Hype. Ich spiele Trapattoni. Der revolutionäre Züge zeigt. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Kann ich den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Ja, das muss ich euch mal sagen. Kriegen Sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Pokémon.
Pokémon. Immer mehr Menschen verbinden sich. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Pokémon. Gegner sind schnell auszumachen und stellen sich offen belächelt entgegen. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Ja, du, was grinst du mich an, ne? Das ist ein populistische Scheiße. Was lachst du? Nichts wird uns im Weg stehen. Pokémon. Pokémon. Die Anhänger begeben sich auf eine Reise, deren Ende niemand kennt. Wer kann machen? Wer kann nicht machen, sprechen? Wer kann nicht sprechen, schreiben? Wir wissen nicht, wir können nicht schreiben. Nach 30 Jahren. Fährt ihn ein 13-Jähriger in 2 Minuten, wie man einen Trojaner erstellt. Das Risiko geht ja auch am Schutz vorbei. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Pokémon. Pokémon. Sie wärmen ihre Eier, schütteln ihre Bälle, haben stets einen Sack dabei und setzen mutig einen Fuß vor den anderen. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Alles super. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Pokémon. Pokémon. Wir kämpfen gegen Monster, gegen alltägliche Übel, die viel gefährlicher sind als alle Chefs, Polizisten, Lehrer, Professoren und Politiker sein können. Die Yeti. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Allen Social Media Plattformen. Ich sie, dich sie. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Pokémon. Diese Begegnung wird sportlich geführt.
Elbert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Diese Spieler waren Spieler. Müssen zeigen, ja, sie will Samstag. Diese Spieler müssen, sage mich, es sei die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Pokémon. Und alle Leute behalten stets ihren Zauberstab in der Hand. Es geht nur gemeinsam. Einig Mario, einig andere Mehmet. Was erlaube Struf? Diese alte, schöne Welt. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Pokémon. Manch einer vergisst dabei die Zeit oder begibt sich in unglückliche Rollen. Da sind wir uns alle einig. Hey, hier gibt's Neuigkeiten. Ich kann aber auch den anderen Weg gehen und kann sagen, wir lassen alles offen. Auf Snow! Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Einfach knacken. Pokémon. Das Ganze geht so lange, bis die Internetverbindung zusammenbricht. Oder der Akku aufgibt. Internet Akku. Pokémon. Bis die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku aufgibt. Da ist gar nichts toll. All das gibt es. Da hört sich wunderbar an. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, die Leute subtil zu mobben und sie damit entsprechend im Griff zu haben. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Glauben Sie das? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Pokémon. Wer sich in kein höheres Datenpaket buchen lässt, oder zusätzliche Akkus kauft, hat schnell das Nachsehen. Licht aus. Geht das denn? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Einfach alles. Nicht umsonst gewesen. Normalerweise populistische Geschichten. Unser Held im Himbeerfeld. Stickerbammer. Dann fahren alle mal den Jail. Schweigen.
Hallo, liebe Zuhörer, und nochmals herzlich willkommen beim Pokémon-Special. Dieser Satz mag in dieser Sendung mittlerweile verdächtig klingen, bietet aber auf jeden Fall einen Kontrast zu meinem eben gesendeten Werk. Meiner verlängerten, instrumentalisierten Wutrede zum Pokémon-Special mit der musikalischen Untermalung einer von mir bearbeiteten Version von Purple Nurple, welches im Original Alex Barossa veröffentlichte. Ähnlich musikalisch soll es nun auch weitergehen. Als nächstes Werk lasse ich die zweite Version meines Medleys zum Pokémon-Special hören. Hierbei bearbeitete ich zur musikalischen Abrundung A Violin Song von Lancefield. Viel Spaß! Pokémon. Frauen nerven wie Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur dieses Quatsche. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann es besser wärmen und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich bin Pokémon. Pokémon. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie sehr munter. Kein Schutz für Kinder, nicht weiß, hab ich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nach. Kein Schutz für Kinder. Er drückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder. Jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei. Das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt werden sie schnell munter. Pokémon. Pokémon, Sportskanone, besser als Wasserpistolen, ich werde sie alle holen. Pokémon, Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon, Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel.
Pokémon. Pokémon. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, im Rucksack dazu den Cola-Kelch oder ein bisschen Wasser, das geht auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Pokémon. Bis zur Sonne und noch weiter gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Pokémon. Pokémon. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Pokémon. Pokémon. Du bist mein Monster, kuschelweich und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, verschütz mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du mich nicht erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Von irgendwo Gefahr wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Pokémon.
Pokémon. Pokémon. Mein Partner, der heißt Ash. Der ist der Ätzende schlecht. Dazu die Freundin Misty. Wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen. Wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf. Bis zum nächsten Fingerabkampf. Pokémon. Pokémon. Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand ich bin so stark. Wie ich nur kann. Pokémon. Medientätigkeit. Diese möchte ich gerne einmal grundlegend beantworten, damit sie nicht immer wieder aufkommen müssen. Nachfolgend die Top 3. Platz 3. Haben Sie als Medienschaffender nicht sehr viel Verantwortung für künftige Generationen und müssen darauf achten, was Sie sagen? Klar, das habt ihr schon Scheiß. Platz 2. Positionierst du dich nicht durch deine Medientätigkeit und sind deine Arbeiten nicht sehr anstößig? Nein. Ich ließ meine kreativen Tätigkeiten eine Weile schleifen, aber besitze dennoch viel Erfahrung und Qualifikationen, vor allem im Bereich Text. Zudem bin ich von mir selbst sehr daran interessiert, aber selbst möglichst keine Stellung oder Position zu beziehen. Wenn man so viel macht, wird womöglich für Menschen, die sich intensiv mit meiner Arbeit beschäftigen, die Möglichkeit bestehen, mich ansatzweise zu lesen und kennenzulernen. In der Regel passieren mir aber keine Anfängerfehler mehr. Zudem wird diese Sendung vom Radio OKJ mittags, nachmittags und Abendprogramm gesendet, was mich eher auf einen FSK-0 schließen lässt. Offenbar kann ich nicht wirklich böse sein, noch nicht mal, wenn ich das sehr bemüht versuche. Platz 1. Der absolute Highscore. Es gibt wohl kaum eine dümmere Frage, die man stellen kann, als einen kreativen Menschen zu fragen, warum er künstlerisch tätig ist. Okay, eigentlich gibt es keine dummen Fragen.
dann doch schon eine ganz besondere Form geistiger Armut. Also nochmal, denn Komödiantischer hätte ich es selbst kaum aufbereiten können. Warum tun sie das überhaupt? Es sitzt etwas in meinem Kopf, was da nicht hingehört. Das nennt man Gedanken und Ideen. Manchmal vielleicht sogar Gefühle. Andere kennen das Letztgenannte vielleicht zumindest in Form von Hunger oder Durst. Diese sammeln sich an und müssen irgendwann raus. Es könnte auch versuchen, mich von diesem zunehmend auflassen zu lassen oder diese Verrücktheit einfach im Privat- und Berufsleben auszulassen. Aber künstlerische Tätigkeit erscheinen mir für manche Handlungen noch eine der einfacheren Alternativen. Wenn sich davon andere Leute unterhalten, begeistern, mitreißen, anspornen, inspirieren, motivieren, stützen oder was auch immer lassen, ist mir das vollkommen recht. Die größte Freude liegt aber wohl unweigerlich darin, sich selbst auf eine Art und Weise ausleben zu können, wie es im Privat- und Berufsleben vollkommen unpassend, wenn es sogar gefährlich wäre. Klar veröffentliche ich meine Werke. Ein Dichter schreibt Gedichte. Ein Maler zeichnet Bilder. Ein Musiker schreibt und produziert Songs. Ein Schriftsteller schreibt Bücher. Alles, das ist Entertainment. Klar ist dabei immer einiges dabei, was ungesehen in Schubladen verschwindet und nie wieder auftaucht. Einiges ist es eben doch wert, veröffentlicht zu werden. Wer das nicht sehen, hören oder fühlen möchte, der soll ab- oder umschalten. Das erscheint mir persönlich die einfachste Variante. Wenn sich keiner mehr für meine Arbeiten interessiert, erreichen diese auch kein Publikum. Solange es jedoch Menschen gibt, die sich für meine Arbeiten interessieren, werden diese auch ein gewisses Publikum erreichen. Das ist zwangsläufig so und erfordert im Prinzip keine Einwirkung auf andere. Anders ist das, als wenn ihr zum Beispiel zum Bäcker geht, um euch ein Brötchen zu kaufen. Der Bäcker muss euch wohl euer Brötchen geben. Es ist aber niemand verpflichtet, sich meine Arbeiten anzutun. Das geschieht auf völlig freiwilliger Basis. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Herzlich willkommen zum heutigen Musikblog. In den kommenden Minuten möchte ich meine restlichen neuen Titel zum Pokémon Special veröffentlichen. Ich freue mich natürlich, dass die heutige Sendung vermutlich zum Nikolaus veröffentlicht wird. Das passt doch ganz gut, finde ich. Ebenso wie die kommende Sendung, die kurz vor Weihnachten das Thema Küchenschreddern aufgreift. Ich finde es lustig. Kurz vor Weihnachten
wenn die massene Tierhaltungsindustrie härter als zu jeder anderen Jahreszeit versucht, ihre geschändeten Kadaver unter das Volk zu schmeißen, verweise ich nochmal auf das Thema Kükenschreddern. Mancher mag einen Grund finden, sich darüber zu beschweren, aber ich glaube, für solche Sachen ist Hottentott doch ganz gut. Zurück zum heutigen Special. Ich veröffentliche zunächst die zweite Instrumentalisierung meines musikalischen Werkes »Kein Schutz für Kinder«. Der Text war schon in der letzten Sendung zu hören, ebenso wie eine kurze Erklärung zu diesem Werk. Heute veröffentliche ich ihn mit meiner Bearbeitung des musikalischen Werkes Heavenly Harp von Thomas Fusion im Hintergrund. Viel Spaß! Kein Schutz für Kinder, Mistress, hab ich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nah. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz, kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Raben mit her will man nicht, doch nicht gegen eigene Erfahrung spricht. Lasst Kinder kleine Fehler machen, über die sie später selber lachen. Eingesperrt in Stacheldraht, überempfindlich an Übereifer naht. Ohne Angst, ein Kind gerne einen Fehler wagt. Reines Gewissen, nicht am kleinen Herzen nagt. Die brauchen Schutz, doch nicht zu viel. Sonst ist der Spaß sehr schnell verspielt. Werte, Normen, bringt sie ihnen bei. Doch lasst sie in Herz und Kopf noch frei. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, Mistress hat euch gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nah. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt. Sie wissen selbst, was zu ihrem Glück noch fehlt. Machen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Kein Mensch so gern etwas verdreht. Reines Herz, Gewissen, Seele, freier Geist. Merken sie schnell, wie man den Laden schmeißt. Zeigen Erwachsenen, gern Fehler auf. Dieses Tun ist schnell verbaut. Schützt sie nicht vor kleinen Fehlern. Helft ihnen auf ihren Tretern. Selbstbewusst, Fuß vor Fuß, wissen sie schnell selbst, wie man Gutes tut. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, Mistress hat euch gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst an der Seele naht. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht.
kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, Mistress hab ich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nah. Kein Schutz für Kinder, erdrückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Die nächsten musikalischen Werke veröffentliche ich auch mit ihrem Text, heute zum ersten Mal. Selbstverständlich gilt nach wie vor, dass ich alle Titel in ihrem vollen Umfang selbst und selbstständig produzierte und lediglich für den musikalischen Hintergrund ein fremdes Werk selbst und selbstständig bearbeitete. Soweit zur wissenschaftlich notwendigen Selbstständigkeitserklärung. Klingt komisch, ist aber so. Fortsetzen werde ich nun mit einem sehr interpretationsfreien Titel, was wohl einige Menschen wieder sehr freuen wird. Interpretationsspielraum lässt wohl auch dieser Nebensatz offen. Das nächstkommende musikalische Werk heißt Mein Partner, der heißt Ash. Zur musikalischen Vollendung bearbeitete ich für diesen Titel das Werk Organometron, welches im Original Spinnin Merkaba veröffentlichte. Viel Spaß beim erstmaligen Hören dieses Werkes! Partner, der heißt Ash, der ist ja echt nicht schlecht. Dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum nächsten Finneabkommen. In allen Ländern werden wir kentern, überall unter anderen Namen. Doch eines wird sich niemals ändern, wir gehen bald, nachdem wir kamen. Mein Partner, der heißt Ash, der ist ja echt nicht schlecht. So kann die Reise weitergehen, wir können die ganze Welt noch sehen. Alle Monster bleiben in meinem Sack, dabei ist was für jeden Geschmack. So können wir zum Trainer werden, gemeinsam bis wir sterben. Mein Partner, der heißt Ash, der ist ja echt nicht schlecht. Dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum nächsten Fingerabkommen. Wir sind bald überall bekannt, ständig einen Ball in der Hand. So ziehen wir über alle Länder, über Teiche und auch Felder. Mein Partner, der heißt Ash, der ist der Ash mit Flash. So kann die Reise weitergehen, wir können die ganze Welt noch sehen. Wo ist der nie was hörte, der es nicht fragte und nicht störte? Ansonsten werden wir die Schlacht gewinnen, gemeinsam im Sack und wir sinnen. Mein Partner, der heißt Ash, der ist ja echt nicht schlecht. Dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns auch bis sie.
So kann die Reise weitergehen. Wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf. Bis zum nächsten Finnland-Kampf. Mein Partner, der heißt Ash. Der ist der Ashton Slash. So kann die Reise weitergehen. Wir können die ganze Welt noch sehen. Mein Partner, der heißt Ash. Der ist der Ashton Slash. Dazu die Freundin Miss Teeth. Wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen. Wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf. Bis zum nächsten Mal. Mein Partner, der heißt Ash, der ist der Ash Schlecht. Dazu die Freundin Miss Team, wir verstehen uns auch bis sie. So kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum nächsten Finnland-Kampf. Verwirren wird vielleicht auch der nächste Titel einige Leute. Das lasse ich dann aber mal so dahingestellt. Diesen Titel nannte ich Mein Monster. Zur musikalischen Vollendung bearbeitete ich für dieses Werk die Tschechot-Puls, George Elinas Remix, welches George Elinas veröffentlichte. Du bist mein Monster, kuschelweiß und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du ruhig erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Für dich laufe ich bis ans Ende dieser Welt. Du und ich vereint, das ist alles, was für mich zählt. Und wenn du mal nicht bei mir bist, mein Monster, dann vermisse ich dich. Du machst meine Welt um so viel bunter. Wäre ich nicht ganz bei dir, dann wäre es ein Wunder. Du bist das Wichtigste, das, was ich so sehr brauche. Ich kämpfe dich und du für mich auch. Du bist mein Monster, kuschelweiß und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du ruhig erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Alle Arenen besuchen wir gemeinsam. Bist du nicht da, bin ich so einsam. Wir können jeden Sieg erfinden, aber nur gemeinsam gewinnen. Ich will mit dir auf dem Treppchen stehen, dich umarmen und dann sehen, wohin unsere nächste Reise geht. Mit dir ist jeder Schmerz verweht. Du bist mein Monster, kuschelweiß und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du mich ruhig erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, und du mich wieder ein. Du bist mein Monster, kuschelweiß und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du ruhig erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, und du mich wieder ein.
Der nächste Titel mag einige Leute vielleicht wieder etwas mehr erfreuen. Auffällig ist vielleicht, dass ich auch schon langsam auf mein nächstes großes, bereits angekündigtes Special hinarbeite. Einige neue musikalische Werke hätten vielleicht ebenso auch ganz gut in dieses Special gepasst. Allerdings werde ich mir dann dafür wohl dann doch noch etwas anderes überlegen. Meine nächste Schöpfung veröffentlichte ich unter dem Namen Bis zur Sonne und noch weit her. Für den musikalischen Background wagte ich mich dieses Mal an Shorts for David von Pix. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Bis zur Sonne und noch weiter, bin ich für dich da. Du kannst immer auf mich zählen, heute, morgen, dort und da. Ich denke nur an dich. Immerzu und überall, für dich stehe ich gerne auf, wenn ich mal fall. Ich möchte nur noch dich, am liebsten immer in deiner Nähe haben. Du kostest Kraft, doch ohne dich hätte ich noch mehr Narben. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Das Beste dieser Welt bist du für mich. Du weißt, ich kämpfe für dich. Immerzu und überall, hier und da. Ohne dich komme ich nicht mehr klar. Deshalb sage ich dir, ich kämpfe für dich. Jederzeit, überall, du bist alles für mich. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Ich fühle mich stark, denn du bist da. Ohne dich käme ich nicht klar. Nur durch dich lebe ich und für dich sterbe ich. Mit dir an meiner Seite geht die Welt nie unter. Du bist wunderbar, machst meine Welt viel bunter. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Für den letzten musikalischen Titel aus dem Special über Pokémon wagte ich mich erneut an das Original mit dem Titel DJ Cut Pulse George Elinas Remix, welches, wie bereits erwähnt, George Elinas veröffentlichte. Diesen Titel veröffentliche ich unter der Bezeichnung Mit dir an meiner Hand. Zugegeben, er würde vielleicht ebenfalls auch ganz gut in eine andere Sendung passen. Aber nun ist er hier. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich wünsche, wie für jeden Titel, viel Spaß und, wenn notwendig, eine gute Portion Humor.
Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand, ich bin so stark, wie ich nur kann. So, wie wir uns mal begegnet sind, denke ich noch oft zurück, denn ich find, für mich kann es nichts Größeres geben. Du gibst mir die Kraft zum Leben. Ich möchte immer bei dir sein, immerzu ein Teil von dir sein. Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Ich wünsche mir nur dich vor meiner Sonne. Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand, ich bin so stark, wie ich nur kann. Würde ich dich mal verlieren, ich könnte es nicht kapieren, weil es für mich kein Leben ohne dich mehr gibt. Du bist alles, was für mich im Leben wichtig ist. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun sollte. Schon deshalb, weil ich immer nur dich wollte. Du bist das, was ich so sehr brauche. Ich möchte mit dir in jedes Risiko eintauchen. Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand, ich bin so stark, wie ich nur kann. Schon immer habe ich nur von dir geträumt. Du hast jeden Verlust in mir geräumt. Ich fühle mich nie so sicher wie mit dir. Ich wünsche mir, du bleibst für immer hier bei mir. Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand, ich bin so stark, wie ich nur kann. Achtung, Vorsicht, bitte nicht nachmachen. Dies ist eine alternative, musikalische, komödiantische, journalistische Unterhaltungssendung. Das verstehen einige Leute nicht. Nachahmungen schweben ständig in großer Gefahr, starker Hetze und ausschweifenden Verleumdungen ausgesetzt zu sein. Fakten und Inhalte könnten ungeprüft verdreht werden. Sobald ihr ein einziges kritikfähiges Wort benutzt, könnte beispielsweise unterstellt werden, verrückt zu sein, Frauen wie Objekte zu behandeln, wenn nicht noch Schlimmeres, rechtsradikal oder ein Homostar zu sein. Euer YouTube-Kanal könnte zerschossen beinahe vollständig zerstört werden. Ihr könntet euren Arbeits- oder Studienplatz verlieren, bei euch völlig unbekannten Personen anecken und die Polizei könnte geneigt sein, Falschanzeigen und falsche Beweise gegen euch mit großer Freude und lächelndem Gesicht anzunehmen. Ihr könntet alles verlieren, was euch gut, teuer und heilig ist.
daher eine offenbar notwendige Warnung an alle, die sich einem Selbstversuch geneigt fühlen und sich an diese Sendung anlehnen wollen. Bitte macht das, was ihr hier hört, bitte nicht nach. Die Ereignisse, Gegebenheiten und Handlungen in den kreativen Werken dieser Sendung sind frei erfunden. Bezüge zu real existierenden Personen sind rein zufällig und so nicht beabsichtigt. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Selbstverständlich plane ich bereits mit dem nächsten großen Special, welches zur 75. Sendung erscheinen soll. Dieses Mal wird es entsprechend meiner Erfahrungen als Dichter ein Special sein, welches sich in ausgleichender Themengerechtigkeit sensiblen, gefühlvollen Liebesliedern widmen wird. Selbstverständlich werde ich alle gespielten Titel selbst produziert haben. Womöglich werde ich in vielen oder vielleicht sogar in allen sogar im Vordergrund zu hören sein. Hier ist bisher noch nicht ganz klar, was an Liebesliedern recht radikal oder pornografisch ist. Aber vielleicht kann ich in den nächsten Wochen noch mancher Holzkopf aufklären. Ansonsten wünsche ich allgemeinhin einen tollen Abdreher. Viel Spaß! Wunderbar! Wunderbar! Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love. And this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got
Trap me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Ich sende heute eigentlich die zweite Ausgabe meines angekündigten Pokémon Specials. Dennoch möchte ich es mir nicht nehmen lassen, auch hier nochmal auf mein nächstes Special für die Vorweihnachtszeit hinzuweisen, welches sich dem Thema des Kükenschreddern widmet. In Anbetracht dessen möchte ich die beiden ersten Versionen gerne heute schon veröffentlichen. Dabei handelt es sich zum einen um das Medley zu diesem Special. Hierbei stellte ich alle Refrains nochmal in einen gemeinsamen Song. Damit bietet dieses Medley eine gute Aussicht auf die Titel des nächsten Specials. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich für die Version, die ich gleich veröffentliche, How Do You Feel About? Guitar-Instrumental, welches im Original Ivan Shaw präsentierte. Im Anschluss dessen spiele ich auch schon den ersten kurzen Song zum neuen Special. Diesen nannte ich Ich liebe dich, mein Küken. Zur musikalischen Abrundung bearbeitete ich hierbei Improvisation on Friday. Dieser Titel stammt aus der Feder Lunge und Seele von Alex Berhauser. Viel Spaß! Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam singen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Billiges Fleisch um jeden Preis. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch ohne Fleiß. Billiges Fleisch kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis. Das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam singen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein, da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen.
50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt denn, wir spinnen. Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt denn, wir spinnen. Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das zerknüll ich und werf auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood in mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt denn, wir spinnen. Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen.
laufen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denn wir spinnen, wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich. Als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich. Notfalls auch mit Krücken. 50 Millionen. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denn wir spinnen. Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber wird er auf mich selbst aufgeben. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber wird ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber wird ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir, was will man mehr? Fünfzig Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denn wir spinnen. Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen.
Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. In meinen Träumen treffe ich immer wieder auf dich. Du spornst mich an. Du bist so gut für mich. Bei dir kann ich mich fallen lassen. Ich bin gern bei dir und kann mein Glück kaum fassen. Du bist das, was ich mir schon so lang ersehnte. Es gibt viele Küken, doch du bist für mich das Schönste. Und ist es notwendig, holst du mich aus meinem Traum heraus. Und wir gehen gemeinsam und vereint in die große Welt hinaus. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du bist alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. Eine Welt ohne dich möchte ich nicht mehr sehen. Notfalls möchte ich mit dir gemeinsam im Regen stehen. Wir beide stellen die Maschinen sofort ab. Und dann zählt nur noch unser harmonisierter Trab. Der Klang unseres Herzens erzählt uns so viel. Ich bin froh, dass ich dir zu Füßen fiel. Die Welt verschönerst vor allem du für mich. Und ich bin glücklich, wenn du Gleiches denkst über mich. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. Nun ist leider auch schon wieder Zeit für den Abschluss der Sendung. Die nächste Sendung widmet sich dann also dem Thema Kükenschreddern. Bei Hottentott wird alles geschreddert, auch Küken, mag mancher Zuhörer denken. Entsprechende Beschwerdebriefe befürchte ich schon. Dabei ist auch das völliger Unsinn. Vielmehr geht es ausdrücklich darum, ein Zeichen dagegen zu setzen und zum Wohle der Tiere beizutragen. Dazu aber mehr in der nächsten Sendung.
Ich hoffe, ich erschreckte heute nicht zu viele Kinder. Zumindest nicht mehr als üblich. Diese Sendung wird wohl auch am Nikolaustag gesendet. Und somit geht natürlich nochmal ein freundlicher Gruß an alle Kinder hinaus. Diese Sendung ist im Grunde auch euer Programm. Abschließend möchte ich die heutige Sendung nun mit den beiden übrig gebliebenen Versionen meiner verlängerten instrumentalisierten Wutrede zum Pokémon Special sowie meines entsprechenden Medleys. Für die Wutrede bearbeitete ich Urbana Metronica, Wu-Yeah-Mix, von Spinnen Merkaba. Zur Erstellung des Medleys wagte ich mich an Funky Nuru Cape, welches im Original ebenfalls von Spinnen Merkaba veröffentlicht wurde. Ich verabschiede mich für heute und wünsche nochmals und weiterhin viel Spaß. Pokémon. Es wird dunkel in Deutschland. All das gibt es. Als Zeichen der Demut. Das hört sich wunderbar an. Da reicht die Freundesliste aus. Da war dann erstmal Licht aus. Auch tagsüber. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. The action of policeman is lazing in his car in central Stockholm. Bitte, bitte, sag mal doch mal, was hast du denn da? Laugh. Pokémon. Die Menschen erkennen kaum noch die eigene Hand vor Augen. Angstzustände, Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Haben keine Mut am Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Weil sie permanent auf ihr Smartphone starren. Ich habe immer die Schuld! Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist. Da hört sich wunderbar an. Und komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Pokémon. Die Anfänger einer neuen Gemeinde beginnen, eine andere Realität aufzubauen. Auch im digitalen Raum. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Das ist unser neues Ordnungssystem. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Die Yeti. In der fortwährend erstaunliche Monster zu finden sind. Die Yeti. Hex. USA. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Ja. Pakistani. Rommelkaserne. Pokémon.
Es handelt sich um einen Hai. Angespielte Met, Orgespiele Walter und Orgespielte Trapattoni. Der revolutionäre Zyperzeug. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Kann ich den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Ja, das muss ich euch mal sagen. Kriegen Sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Pokémon. Immer mehr Menschen verbinden sich. Dann wird man gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Pokémon. Gegner sind schnell auszumachen und stellen sich offen belächelt entgegen. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Ja, du, was grinst du mich an, ne? Das ist eine populistische Scheiße. Was lachst du? Nichts wird uns im Weg stehen. Pokémon. Pokémon. Die Anhänger begeben sich auf eine Reise, deren Ende niemand kennt. Wer kann Marken machen? Wer kann nicht Marken sprechen? Wer kann nicht sprechen, ist Schreibener. Die wissen nicht, wir können nicht schreiben. Nach 30 Jahren. Ketten den 13-Jähriger in 2 Minuten über einen Trojaner stellt. Das Risiko geht ja auch am Schutz vorbei. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Pokémon. Sie wärmen ihre Eier, schütteln ihre Bälle, haben stets einen Sack dabei und setzen mutig einen Fuß vor den anderen. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Alles super. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Pokémon. Pokémon. Sie kämpfen gegen Monster, gegen alltägliche Übel, die viel gefährlicher sind als alle Chefs, Polizisten, Lehrer, Professoren und Politiker sein können. Die Yeti. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben.
allen Social-Media-Plattformen. Ich sehe dich sie. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Pokémon. Diese Begegnung wird fortgeführt. Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Diese Spieler waren Spieler. Müssen zeigen, ja, sie sind Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Es sei die Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Pokémon. Und alle Leute behalten stets ihren Zauberstab in der Hand. Es geht nur gemeinsam. Einig Mario, einig der andere Mehmet. Was erlaubt Strunz? Diese alte, schöne Welt. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Pokémon. Pokémon. Manch einer vergisst dabei die Zeit und er begibt sich in unglückliche Rollen. Das sind wir uns alle einig. Hey, hier gibt's Neuigkeiten. Ich kann aber auch den anderen Weg gehen und kann sagen, wir lassen alles offen. Auf Snow. Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Einfach knacken. Pokémon. Das Ganze geht so lange, bis die Internetverbindung zusammentritt oder der Akku aufgibt. Internet, Akku. Pokémon. Bis die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku aufgibt. Da ist gar nichts toll. All das gibt es. Da hört sich wunderbar an. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, die Leute subtil zu mobben und sie damit entsprechend im Griff zu haben. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Glauben Sie das? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Pokémon.
Wer sich in kein höheres Datenpaket buchen lässt oder zusätzliche Akkus kauft, hat schnell das Nachsehen. Licht aus. Geht das denn? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Einfach alles. Nicht umsonst gewesen. Normalerweise populistische Geschichte. Unser Held im Himbeerfeld. Schweigen. Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Plane ein besonderes Silvesterprogramm. Während alle anderen Sender nur die gleichen Hits spielen, wie sie immer schon spielen, und voneinander kaum abgegrenzt, möchte ich eine Alternative anbieten. Ich arbeite an einem 8-Stunden-Programm, welches aus meinen eigenen Projekten besteht. Diese Sendung nenne ich dann Silvester Special. Noch ist unklar, ob Radio OKJ sich weigert, mein Silvester Special im Radio zu senden. Ich weiß auch nicht, ob es sonst jemanden interessiert oder irgendjemand hören möchte, aber ich werde es anbieten. Ich werde mein Silvester Special zusammenstellen. Und sobald es zusammengestellt ist, werde ich es verpacken. Und wenn es dann verpackt ist, werde ich es in der Nacht zwischen dem 30. und dem 31. Dezember über bekannte Medienkanäle veröffentlichen. Notfalls ganz allein, ohne Hilfe, ohne Unterstützung. Ich melde mich dann wieder. Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Dann fahren Albert in Jail!
Pokémon. Pokémon. Graue Nerven spielt Pokémon. Graue Nerven, da braucht ihr schon. Immer wieder nur diese Kratze. Man bekommt auf einander Katze. Meine Eier können besser werden und auf Angriffe abwehren. Graue Nerven, da braucht ihr schon. Graue Nerven, das spielt Pokémon. Pokémon. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, nicht falsch hab ich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst sind das Seelen nah. Kein Schutz für Kinder, erdrückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Pokémon. Pokémon, Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Ich werde sie alle holen. Pokémon, Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon, Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Pokémon. Pokémon. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, im Rucksack dazu den Cola-Kelch oder ein bisschen Wasser, das geht auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Pokémon.
Pokémon. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Pokémon. Pokémon. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Pokémon. Pokémon. Du bist mein Monster, kuschelweiß und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du mir Ruhe nicht erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Pokémon. Pokémon. Mein Partner, der heißt Ash, der ist ja echt nicht schlecht. Dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns A bis C. So kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum nächsten Fingerkampf. Pokémon. Pokémon. Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand ich bin so stark, wie ich nur kann.
Pokémon. Pokémon. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/522200. Fax 03641/522211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.